Hallo, ich bin der Maximilian Grimmer und ich bin Sohn und Mitarbeiter beim Altenkurhaus in Trabelsdorf. Wir sind Familienunternehmen im Landkreis Bamberg und betreiben ein Restaurant, eine Fischzucht und einen Hotelbetrieb mit einem kleinen Wohnmobilstellplatz. Ja, meine Aufgaben sind eigentlich in jedem Bereich mit dazu, wie das denn so sich gehört für ein Familienunternehmen. Das heißt, viel an der Rezeption, viel im Büro, aber natürlich auch im Service und im operativen Geschäft. Zusammen mit Max und seiner Kollegin Alex darf ich im alten Kurhaus heute den Beruf der Hotelfachleute kennenlernen. Max zeigt mir zunächst die Gästebereiche und das Restaurant. In ein paar Stunden werden hier die Kaffeegäste erwartet. Abends gibt es dann Dinner für die Hotelgäste. Im Service werde ich nachher auch noch helfen, aber bis dahin darf ich erstmal Alex im Housekeeping unterstützen. Da habt ihr alles gelagert. Genau, ich habe alles gelagert und ich bin auch verantwortlich, dass das aufgeschrieben wird. Und bestellt wird, was man halt brauchen. Nachdem der Reinigungswagen bestückt ist, geht's los zu den Gästezimmern. Während die Bleibezimmer nur eine kurze Grundreinigung bekommen, müssen die Abreisezimmer komplett sauber gemacht werden. Laut einklopfen, abwarten. Zimmerservice. Genau, das ist jetzt ein Abreisezimmer. Das heißt, es wird alles komplett sauber gemacht. Und dann fangen wir immer damit an, alles aus dem Zimmer rauszutun, was dreckig ist, wie die Bettwäsche, Handtücher, Müll. Alex und ich entfernen zunächst alle benutzten Utensilien aus dem Zimmer, bevor es dann ans Bett beziehen geht. Für Alex ist jeder Handgriff Routine. Ich brauche da deutlich länger. Im schnelllebigen Hotelalltag, wo auch mal viele Abreisen auf einen Tag fallen, muss es aber schnell und effizient zugehen. Wie viele Betten machst du am Tag? Wenn alles abreist, dann hat man, glaube ich, da schon 30, 40 Betten. Und dann merke ich, wie schnell ich dann mit der Zeit eigentlich geworden bin. Ja. Weil ruckzuck habe ich das Bett fertig gemacht. Beim Housekeeping wird mir klar, dass man als Hotelfachmann oder Hotelfachfrau eigenverantwortlich, sorgfältig und sehr gewissenhaft arbeiten muss. Auch nach Jahren immer mit dem Ziel im Kopf, dass sich die Hotelgäste in ihrem Zimmer wohlfühlen. Hier bin ich jetzt schon seit 15 Jahren. Und gefällt dir der Job immer noch? Ja. Ja? Was gefällt dir am besten an deinem Job? Die Abwechslung. Bevor ich die anderen vielfältigen Seiten des Berufs kennenlernen darf, müssen wir aber noch das restliche Zimmer reinigen. Effizienz ist auch hier angesagt, angefangen von der Benutzung der richtig farbigen Putzlappen bis hin zur peniblen Säuberung der Armaturen. Dass Hotelfachleute ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein brauchen, ist klar. Aber welche Stärken sollte man denn sonst noch mitbringen? Man muss schon Spaß am Umgang mit Menschen haben, sich mit den Gästen unterhält, berät, informiert über die Gegend, dass man trotzdem freundlich bleibt und ruhig bleibt, auch wenn 5 Fragen auf einmal gestellt werden von allen Seiten, und körperlich belastbar sein, denn es gibt auch stressige Zeiten. Teamfähig, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir arbeiten immer alle zusammen im Team, egal wo, man muss zusammenarbeiten können. Als nächstes schaue ich Max an der Rezeption noch ein bisschen über die Schulter. Die typischen Aufgaben an der Rezeption sind der Check-in und der Check-out der Gäste, Reservierungen anzunehmen, Telefon- und E-Mail-Anfragen zu beantworten und die Gäste über die umliegende Region samt Attraktionen zu informieren. An der Rezeption hat man in der Regel sehr viel Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen. Eine freundliche und offene Art ist hier besonders wichtig. Weiter geht's ins Restaurant, wo sich Alex bereits für den Abendservice ins Dirndl geschmissen hat. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Eindecken an. Genau. Die Tische habe ich schon sauber gemacht, können wir gleich losstarten. Okay? Alex erklärt mir, worauf beim Eindecken zu achten ist. Gabel und Messer müssen exakt an der richtigen Stelle neben dem Teller liegen, auf der korrekten Höhe und mit dem gleichen Abstand. Ich stelle fest, wie viele kleinste Details man bedenken muss, damit die Hotelgäste abends glücklich ins Bett gehen. Der gastronomische Service ist eben doch mit das Herzstück der Hotellerie. Nach dem Eindecken bereiten wir noch die Bar vor. Hier werden heute Abend zahlreiche Gläser Bier und Wein ausgeschenkt. Alex zeigt mir, welches Glas ich für welches Getränk benutzen soll. Außerdem bekomme ich noch einen Crashkurs im Weingläserpolieren und im Tragen von 3 Tellern. Diese Aufgaben sind wirklich komplett anders als das Housekeeping und die Rezeption. Ich verstehe jetzt, warum die Vielseitigkeit des Jobs für Alex so besonders ist. Diese Vielseitigkeit, dass es nie langweilig wird und ich auch immer in viele Bereiche tätig bin. Im Service, wie auch die Zimmer und Rezeption, Küche, überall mit anpacken und mithelfen. Wenn auch ihr eine ausgeprägte Service-Mentalität habt und Lust auf einen super abwechslungsreichen Job mit viel Menschenkontakt, dann ist der Beruf der Hotelfachleute für euch garantiert eine gute Wahl.